Willkommen zurück zu Lonely, Episode 1, der Abstieg. Part 17. Das weißt du nur, weil wir jetzt irgendwie mehrere Tage für den 16. Part gebraucht haben. Wir machen dort weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Das bedeutet, wir werden noch einmal den Glitch auslösen und uns den kopflosen Tim angucken. Ja, nicht der kopflose Nick aus Harry Potter, sondern der kopflose. Der kopflose. Nein, eigentlich ist es ja der Kopf-Tim. Der Tim-Kopf. Ja, stimmt. Der Rest vom Körper ist ja weg. Ja, der körperlose. Ja, genau, der körperlose Tim. Aber jetzt haben wir nur für einen. Ja, wo gehe ich denn jetzt schon wieder hin? Ich verwirre mich direkt zu Anfang des Parts erstmal selbst. Solange dich nicht selbst verletzt, ist alles okay. Nein. Hier ist überall Blut. Was ist hier nur Schreckliches passiert? Adriana. Ich hoffe, ihr geht es gut. Adriana? Ich meine, wenn hier so viel Blut liegt, dann können wir doch davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich mehrmals gestorben ist. Ja. Ja, vor allem, weil oben ja auch schon Blut war. Oder, ne? Oh mein Gott, oder es ist dann tatsächlich eine Anspielung auf Frauen und einfach die gesamten Regelblutungen, die sie in ihrem Leben haben. Mit einmal meinst du und die große. Ja. Also ich meine, das ist jetzt zwar ein bisschen absurd, aber ich meine, es würde durchaus zum Spiel passen, ne? Die Blutspur führt in den offenen Schacht dort oben. Das erinnert mich an ein Faustbad. Ich glaube, da kam das auch, oder? Ja, mit der Schwester Shelly, wo sie Tampons holen sollten. Und die wollten aber einfach Fernsehen gucken, um die Werbung zu sehen. Alles klar. Gut, über South Park reden wir wahrscheinlich mal lieber in anderen Spielen. In anderen Let's Play, ja. Dieses Geräusch, welches aus dem Schacht zu hören war, das war definitiv nicht menschlich. Rohre. Ventilatoren sind... Guck mal, hier steht irgendetwas. There is no hope. Es gibt keine Hoffnung. Ja, für dich, Tim, gibt es keine Hoffnung. Auf diesen alten Zetteln sind seltsame Figuren skizziert und etliche unverständliche Sätze darauf geschmiert, die so an sich überhaupt keinen Sinn ergeben. Wie zum Beispiel, there is no hope. Aber wie findest du das eigentlich? Das sollte in ein Spiel bei einer Lokalisierung so etwas auch ins Deutsche übersetzen oder sollte das auf Englisch weiterhin dran stehen? Naja, ich meine, die Sache ist ja, dass Tim, also unser Spielcharakter, erklärt ja, was dort steht. Und von daher finde ich, ist schon wieder in Ordnung, weil ich meine, Tim möchte eben, dass sein Spiel in den Vereinigten Staaten spielt. Ja. Und da wäre es ja eher ungewöhnlich, wenn dort was Deutsches steht. Also tatsächlich Firmen wie Blizzard zum Beispiel, die ändern das ja tatsächlich, dass dann auch da was Deutsches dann steht. Ja, das wird im Fernsehen, wird das ja auch ziemlich oft gemacht. Also ich bin da selbst immer sehr unschlüssig, was man da eigentlich machen soll. Also ich bin wie gesagt der Meinung, man blendet kurz ein, was dort steht sozusagen, sodass es auch für den Zuschauer ersichtlich ist. Oder aber man lässt es irgendwie über eine Figur erklären. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Stellen, wo es halt schlicht und ergreifend unmöglich ist. Ja. Wie gesagt, also hier, ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Ne? Also, wenn er sein Spiel. Es passt irgendwie, ich meine, es muss beim Setting eigentlich so sein, so ungefähr. Wenn er sein Spiel glaubhaft in den USA spielen lassen will, ja. Dann, klar. Ja. Abgesehen davon, dass es ja jetzt kein ansprechendes Englisch ist. Also. Es ist nur quasi. Da habe ich mir eine Meinung mal interessiert zu dem Thema hier. Alles klar. Und ich finde es eigentlich eher schade, dass da keine Kanji oder wie die. Heißen stehen, also so japanische Schriftzeichen und so. Zum Glück nicht. zum Glück nicht. Wir haben hier kein Trash-Game. Ja. Eine versiffte Matratze, die komplett zugemüllt wurde. Sonst ist hier nichts weiter. Diese widerlichen Haare sind wie Gestrüpp aus dem Ventilatorschacht herausgewachsen. Sie füllen fast vollkommen das Innere des Schachtes aus. Ich frage mich auch, was es mit diesen Haaren auf sich hat. Oh, cool. Schöne Schrittgeräusche. Ab hier wird's nass. Aber das Wasser sieht nicht allzu verdreckt wie oben im Abwasserlauf aus. Ich denke, ich kann hier also problemlos runterklettern, ohne mir irgendwelche Infektionen zu holen. Bei dem ganzen Blut, was hier ist, ja? Das Problem ist nur natürlich, die Sache ist, ich hab's, oder? Ich denke mal, es ist egal. Diese Müllsäcke hier, das sind alles irgendwie Lebewesen. Das sind alles Scumbag. Ja, okay, der hat mich jetzt schon gescumbagged. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen. Genau. Für diejenigen, die irritiert sind. Ich finde auf jeden Fall, diese Müllsäcke hier machen den Eindruck, als würden sie auf jeden Fall leben, als hätten sie auch Gesichter und so. Also die Müllsäcke sehen für mich eher so aus wie Kürbisse, die in Müllsäcke eingepackt wurden. Weißt du, auch mit solchen Gesichtern und so, ne? Ja, genau. Ja, für diejenigen, die irritiert sind und welche den letzten Bart verpasst haben, erstmal nachholen.
Wir haben das ja eigentlich schon mal aufgenommen und deswegen wissen wir ein bisschen, was wir hier tun müssen. Genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade für das ganze Blind-Ding ja, und so, aber genau. Solche Fehler passieren eben nun mal und Nein! Nein! Ich Nein. Jetzt hab ich's ganz knapp verkackt. Das habe ich beim letzten Mal auf jeden Fall besser hinbekommen. Ja, ja. Ist egal, aller guten Dinge sind fünf oder so. Wir werden jetzt einfach so lange probieren, bis der Part vorbei ist, Steve. Das ist schon so ein bisschen so ein kleiner Scumbag dort. Klar, das ist ja auch ein Müllsack. Was erwartest du von dem? Das ist halt wie die Ratte das eine Mal, ne? Die einen auch so ein bisschen genervt ja, hat. Ja, die Ratte, die wir nicht wegbolzen konnten. Okay. Lauf, 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 lauf. Naja. Scumbag, Müllsack. Okay, perfekt. Was ist das? Hä? Nach so Frauenunterwäsche? Dieser Slip ist auch etwas blutig. Siehst du, das ist wieder meine Vermutung. Ja. Aber naja, ein blutiger Slip. Ja, es muss jetzt erstmal nichts bedeuten. Das kann nicht nur Regel sein, sondern das kann wegen auch vielleicht eine Jungfräulichkeit stehen, die gebrochen wurde. Wir gehen hier einfach mal weiter. Muss ich irgendwas kaputt schlagen? Nein, einfach nur ein stinkiger, modriger Karton. Auf jeden Fall haben wir jetzt komplette Damenunterwäsche am Start, ne? Wir haben BH. Wir haben BH und wir haben einen Slip, ja. Das ist die Frage, was machen wir damit? Guck mal, der Müllsack, der geht jetzt weg und hilft uns hier. Oh, was haben wir denn hier? Nein, das ist nicht so. Was ist denn da? Das ist ein Ausrufezeichen, aber ich kann nicht damit interagieren. Ja. Okay. Hätten wir jetzt da irgendwie die Musik irgendwie rein. Ich glaube, okay. Damit haben wir auf jeden Fall im letzten Part nicht interagiert. Nein. Jetzt kommst du da. Der Müllsack. Doll. Ich hab's ja doch gesagt, die Müllsäcke sind wie Gegner. Okay, übelriechender Gestank. Das sollte vielleicht nochmal ein bisschen überarbeiten. Achso, die kannst jetzt. Komm. Du bist doch eigentlich schon am Land gerade, oder? Ich bin schon am Land, ja. Das ist ein Scumbag-Müllsack. Wir sacken ja erstmal die ganzen Gegenstände ein. Genau. Das sollte man vielleicht nochmal überarbeiten. Oh, was ist denn das? Damit könnte ich einige Dinge, die unter Umständen beschädigt sind, gut abdichten. Ich muss mit dem Tape aber sparsam sein. Ah, es ist der Klebeband. Da ist gerade jemand langgelaufen. Ah, was soll ich tun? Ja, rufen oder ignorieren. Ignorieren war noch nie eine gute Idee. Natürlich rufen wir. Das ist genauso wie Schalter betätigen oder nicht. Ja, ja natürlich. Und wir betätigen alle Schalter. Hallo? Adriana? Bist du das? Hörst du mich? Aufhören! Aufhören! Was verdammt nochmal war das eben? Es fühlte sich so an, als ob etwas in meinen Kopf eindringen würde. Als ob etwas Dunkles von mir Besitz ergreifen wollte. Diese Bilder, diese Stimme. Das war definitiv nicht Adriana. Egal wer oder was es war, es scheint weg zu sein. Nein, soweit ich sehen kann, befindet sich niemand dort drüben. Scheiße. Ich glaube, ich muss die Hoffnung doch aufgeben. Adriana ist nicht hier. Ich habe jeden Winkel abgesucht. Aber es scheint so, als ob sie vom Erdboden verschluckt wäre. Nein. Es war von Anfang an klar gewesen. Als ich die Tür aufbekommen hatte, so stand es bereits fest, dass sie tot war. All das Blut, die Aufzeichnungen. Es war so offensichtlich, dass sie diesem Horror zum Opfer gefallen ist. Und ich war so dumm und hatte gehofft, sie hätte das rettende Licht am Ende des Tunnels sein können. Doch ich habe wie immer versagt, indem ich so spät war. Bemühungen und Hoffnungen werden bei mir gänzlich im Keim erstickt. Das war schon immer so. Ist es denn überhaupt noch sinnvoll, wenn ich weitermache? Gibt es überhaupt einen Ausweg aus dieser verfluchten Kanalisation? Stopping the news today, two murders and a robbery in less than 24 hours. Central City citizens are in a panic after a battle erupts onto their busy streets. Oh, Tims Abgründe, seine Vergangenheit. So ein kranker Scheiß. Das muss für alle Beteiligten ziemlich aufregend gewesen sein. Oh, es klingelt.
Verdammt, wer ist das denn? Ja, verdammt, ich komme ja schon. Nein, Tim, wir öffnen das Menü. Okay. Okay. Dürfen wir auch das andere Menü öffnen? Nein. Okay, das andere Menü ist nicht vorhanden. Was gut so ist. Ja. Oh, das Essen hier hatte ich total vergessen. Es liegt ja schon eine ganze Weile, soweit ich anhand des Schimmels erkennen kann. Ah, das muss dann aber schon entweder wirklich Sommer, ja. Ja. Hört doch auf zu klingeln, Leute. Ich weiß, dass du da bist. Nein, das hat er bei anders. Das hat er. Achso, oder sie. Ja. Oh nein, sie ist es. Was will sie hier? Okay. Wer könnte es sein? Tims Oma? Endlich! Hat ja ewig gedauert. Oder vielleicht Tims DSD-Kumpel? Hi. Hey, geht's. Tim, du stinkst wieder nach Zigarettenqualm. Deine Wohnung erst. Kannst du nicht mehr aufräumen? Was wollt ihr hier? Hast du es denn schon wieder vergessen, Tim? Du hast es dir doch aufgeschrieben, oder? Hä? Dort hängt doch gleich ein Kalender. Gott, du hast ja noch nicht einmal fertiggebracht, den aktuellen Monat umzublättern. Wir haben April, Tim. Dein Kalender da ist immer noch Januar zu sehen. Na und? Ist doch mein Problem, du Blöde. Aber ich hatte es mir denken können, dass du es wieder vergessen hast. Von dir bin ich nichts anderes mehr gewohnt. Halt die Schnauze. Ich bräuchte es mir nicht aufzuschreiben. Ich kann es mir auch so merken. Ja, sicher. Hör zu, du kannst doch einfach wieder verschwinden. Ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen und habe keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen. Wenn du also nichts Besseres zu tun hast, als einen Streit anzufangen, dann kannst du gleich wieder gehen. Ich bin ganz bestimmt nicht hierher gekommen, um mit dir zu streiten. Und warum seid ihr dann hier? Weil deine Tochter dich sehen will. Ganz einfach. Sagt er auch, warum er ihr die ganze Zeit ihr sagt. Nein, ja. er hat sie nicht extrem höflich mittelalterlich angesprochen. Dieses Drama hättest du ihr einfach sparen können, Tim. Es tut mir leid. Sag das zu deiner Tochter. Mir ist es egal, ob es dir leid tut. Das Einzige, was ich nur noch von dir möchte, ist, dass du dein Kind nicht einfach so vergisst. Sie braucht ihren Vater, möchte mit ihm Zeit verbringen. Gib mir nicht das Gefühl, dass du nicht an sie denkst oder dass du zu faul bist, um ein paar Stunden für sie da zu sein. Ja, für euch natürlich auf jeden Fall eine größere Überraschung als für uns. Tim scheint Vater zu sein. Ja, und das ist tatsächlich irgendwie sehr krass, weil das hat bisher noch gar nicht den Eindruck gemacht. Das hat bisher weder den Eindruck gemacht, noch wurde es bisher irgendwie erwähnt oder angedeutet. Mhm. Und abgesehen davon hätte Tim ja schon sehr zeitig damit anfangen müssen. Also, wahrscheinlich hat er das Kind dann schon irgendwie mit 14 oder so gezeugt. Ja. Achso, ja. Das stimmt nicht. Ich denke jeden gottverdammten Tag an sie. Dann beweise es ihr. Zeig ihr deine Fürsorge und Liebe. Genau. Hallo, Daddy. Ich habe leider ein bisschen was gespoilert, aber es passiert ab und zu mal. Emily. Die Erinnerungen von damals, als wir beide die Zeit miteinander verbrachten. Es fühlte sich gut an, wenn sie dachte, so wie unbeschwert und überglücklich durch meine ehemalige Wohnung flitzte. Sie weckte mir als Einzige noch ein kleines bisschen Hoffnung. Auch wenn wir uns nur für einen Tag in der Woche, für ein paar Stunden sahen, so fühlte ich mich in ihrer Nähe immer lebendig und hatte das Gefühl, endlich etwas richtig gemacht zu haben. Nur für sie, nur für sie, werde ich weiterkämpfen. Ich werde die Hoffnung noch nicht aufgeben und es schaffen. Auch für meine Familie werde ich weitermachen. Nach allem, was ihr für mich getan habt, bin ich es euch einfach schuldig und muss versuchen, stark zu bleiben. Ach, Leute, ich vermisse euch so. Klang nach einer Frau. Könnte das vielleicht Adriana sein? Könnte das vielleicht... Könnten es vielleicht Musiker sein?
Es ist merkwürdig, dass sich Schmetterlinge in einer Kanalisation befinden. Und zu dieser Jahreszeit ist es noch seltsamer. Okay, die Jahreszeit wurde nie etabliert in dem Spiel. Ja. Verdammt, dieser Schmerz! Ich bekomme kaum Luft! Cool. Ein Schmetterling des Todes. Ich bekomme ein unbehagliches Gefühl, wenn ich diesen Schmetterling länger betrachte. Das ist ganz interessant. Pass auf, Schmetterlinge. Ja, auf den Titlescreen sind ja auch Schmetterlinge zu sehen. Und Schmetterlinge sind ja etwas, das tatsächlich Kinder relativ früh lernen zu zeichnen. Okay. Also hab tatsächlich ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine der ersten Sachen, die du so lernst von Tieren, weil es relativ einfach macht. Du hast zwei solche Dreien, machst du ja eigentlich nur, ne? In der Mitte so was Ovales, und hast ja einen Schmetterling gezeichnet. Das ist auf jeden Fall eine der ersten Sachen, die man auch so im Kindergarten lernt zu zeichnen. Bei uns nicht. Ich habe keine Erinnerung daran, dass wir im Kindergarten Schmetterlinge gezeichnet haben. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass es gemacht wird. Ja. Bilde ich mir das nur ein oder höre ich ein leises Wimmern aus diesem Wasserschacht? Okay. Das ist ja cool, hier gibt es echt eine Menge zu entdecken. Mhm. Sardengs steht auf der Wand. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Sardengs, da schreiben wir uns mal auf. Vielleicht ja, ist das für die Konsole. Das könnte genau, die Konsole sein. Solche merkwürdigen Wörter bezeichnet man meistens als Anagramm. Was ist, wenn ich... Ja. Ich schreibe mir dieses Sardengs. Sardengs, ne? Okay. Sardengs. Okay, hab's aufgeschrieben. Darüber machen wir uns dann später mal Gedanken. Ja. Nun habe ich sein Gesicht erkannt. Sein wahres Ich offenbarte sich direkt vor meinen Augen und ich erkannte die Wahrheit. Sie war so schonungslos und grausam. Ich wünschte, ich wäre ihm nie begegnet. Doch ich kann die Zeit sowie die schlimmen Ereignisse einfach nicht mehr zurückdrehen. Was habe ich falsch gemacht, dass er mich so sehr bestraft? Habe ich nicht schon genug gelitten? Das würde jetzt noch mehr so unterzeichnen. Guck mal, das könnte wieder seine Tochter sein, oder? Guck mal, da Schmetterlinge zeichnen. Wer hat Schmetterlinge? Ist wirklich etwas, was ein Kind zeichnen kann. Oh mein Gott, ja. Geht es in dem Spiel in Wirklichkeit um seine Tochter? Wie viele Twists gibt es denn noch? Und vor allem, was hat dann John Stratford mit allem zu tun? Das wird auf jeden Fall noch richtig cool. Ja. Hoffe ich. Dieser Zettel war vorher noch nicht hier. Hat den etwa Adriana hier zurückgelassen? Wann? Wann soll das Adriana dann ja, ja, ich weiß auch nicht. Vor allem, ich frage es auch, warum denkt er gerade so sehr an sie? Also, ist es gerade irgendwie seine Ersatz-Tussi oder... Ja, weil seine Ex-Frau hieß doch anders. Sie hat doch einen anderen Namen gehabt. Ich weiß, mir kommt da gerade nicht... Die ist Kate, glaube ich. Kate, genau, richtig so. Also Ex-Frau wahrscheinlich nicht, aber seine Ex-Freundin. Ja, seine Ex-Freundin, genau. Und seine Tochter heißt Emily, genau. Emily, genau. Also sprich, soll vielleicht diese Adriana eine dieser beiden Frauen versuchen? Die Sache ist, Adriana war in diesem Raum drin. Und dieser Raum konnte von außen scheinbar nicht geöffnet werden, ja? Ja. Wir kommen in diesen Raum rein. Dieser Raum ist voller Blut, ja? Eigentlich mehr Blut, als ein Mensch haben kann. Genau. Und oben war ja auch schon Blut. Genau, ja. Da oben war ja auch schon Blut und hier unten finden wir am Ende einfach nichts. Und ich meine, selbst wenn, dann müsste es ja bedeuten, dass Adriana von Anfang an schon ein Geist oder sowas war. Ja, genau. Was natürlich auch durchaus sein kann. Und das würde auch erklären, warum sie dann hier einfach Zettel anbringen kann, während wir in einer Sequenz sind. Aber ich meine, wenn er gerade an seine Tochter gedacht hat und damit auch nochmal an seine Ex gedacht hat, ja, ist ja nicht, dass er der erste Gedanke ist, dass er vielleicht wieder an seine Familie denkt, als jetzt an so eine random Frau, die er mal vor einer Stunde kennengelernt hat. Ja, vor allem direkt nachdem er ja eben gerade an seine Familie gedacht hat. Ja, finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, diese Schlussfolgerung von ihm, muss ich sagen. Denn ich meine, eigentlich hat er ja schon akzeptiert, dass Emily, ich meine, zweimal schon, dass Emily wahrscheinlich tot ist. Quatsch, Emily. Ja, okay, das war gerade Giga-Facepalm, Adriana, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich entschuldige mich im Namen aller kleinen Let's Player. Aber egal, dann bedeutet das, dass sie vor kurzem hier war. Ein Glück. Das bedeutet erstmal noch gar nichts, aber... Ja, ich verstehe diese Schlussfolgerung tatsächlich. Ich würde auch gerne wissen, was das hier für ein Event ist. Ich meine, das sind Ausrufezeichen... Ja, den können wir erst später interagieren. Ich würde erstmal tatsächlich trotzdem nach rechts erst gehen wollen, weiter. Ich brauche ein passendes Behältnis zum Transportieren des Wassers. Was? Ich habe gerade versucht, den BH einzusetzen. Ich habe es zwar nicht verstanden, aber wir brauchen scheinbar einen Eimer oder sowas. Ja, okay, genau, gut zu wissen. Das habe ich jetzt irgendwie auch nicht so wirklich verstanden. Weil, ich meine, ansonsten, wenn ich einfach nur Enter drücke, passiert halt nichts, ne? Ja. Das ist auch ein bisschen komisch, Brecheisen.
Okay, wir können hier also später irgendwie noch Wasser transportieren. Okay. Haben wir sonst soweit alles? Ich denke schon. Ja. Mal gucken, ob wir einfach wieder zurückgehen können oder ob wir wieder. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Das ist eine Leiche. Oh mein Gott! Noch eine weitere Leiche! Die Haut dieser Frau wurde halsabwärts von ihrem Körper abgezogen. Nur ihr Das Gesicht blieb unversehrt. ist super eklig. Ja, so ein Mensch mit abgezogener Haut, das ist halt die Muskeln und die ganzen Organe und so ein Shit. Ja, so richtig, oh, voll. Naja, du könntest eben kein Häuter werden. Was glaubst denn du, wie man Leder aus Menschen macht? Nee. Also, oh. Es geht Ich gar nicht. merke schon, Steve, auf Ohne manche Sachen Mist. kann man dich nicht trimmen. Ohne Mist, nee, das ist gar nicht mein. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Aber hier, wie hat's der Joghurt One Trick schon gesagt, ne? Ich als potenzieller Mörder, ne? Ich könnte den Leuten einfach mal so die Haut abziehen und daraus dann, ja, zum Beispiel Jacken oder Hosen machen. Und die Leute würden es dann noch tragen, ne? Da könnte man eigentlich auch einen guten Film drum machen. Über jemanden, der den Leuten die Haut abzieht, daraus dann Klamotten macht. Und es wären dann übelst die gefragten Klamotten. Das erinnert mich Die fast so muss ich an mir Hannibal unbedingt merken. Lecter, wo denn die Frau da Gehirn ist, ne? Die Das gar Szene. nicht weiß und die dann meint, Das er schmeckt wie Hühnchen. Schlimme ist, bei der Szene muss ich immer an Scary Movie, ich glaube, 2 denken. Weil da gibt es die Szene auch. Und im Original denke ich mir auch so, das ist so witzig. Vor allem, als er dann am Ende von dem Film in dem Flugzeug sitzt und Ja. dann dieses Gehirn da ausfragt, wie das ist. Und dann ein kleines Mädchen fragt, was ist denn das los? Hier, koste mal. Ja, das ist wirklich so hart, ja. Oh. So. Wie grausam und schrecklich zugleich. Der hätte es eigentlich starten müssen, wie grausam und amüsant zugleich. Denn wir haben es ja irgendwie amüsanter gemacht, als es eigentlich ist. Ja. Das ist eben auch schwarzer Humor. Richtig, richtig. Kannst du es lesen, oder? Ich glaube, okay. das ist dein Part. Ich war gerade Du irritiert. wolltest dich schon zurücklehnen und Bei mir. Jetzt geht's gerade weiter. Ernsthaft, du hast schon wieder Lag. Ich hatte gerade hier ein Monster-Deck gehabt, entschuldigt. Und ich war schon irritiert gewesen. Du hast nichts gesagt. Ja. Kannst du es lesen, oder? Nein, ich kann es ja noch nicht lesen. Mein letztes Mal konnte ich es aber lesen. Alles klar, ich mach's einfach. Ich Jetzt kann ich rufe. es lesen. Oh, Junge, ey, dann. Ich rufe deinen Namen, doch du hörst mich nicht. Ich schaue dir in die Augen, doch du siehst mich nicht. Die Finsternis hat einen Keil zwischen uns getrieben. Sie hat deine Seele, deinen Verstand gefressen. Wieso? Wieso? Warum bist du den Abgrund hinabgestiegen? Hast du mich etwa vergessen? Wolltest du mich vergessen? Ist das deine Tochter? Die Sache ist, das ist ja die Leiche einer durchaus erwachsenen Person gewesen. Scheiße, was ist passiert? Habe ich etwa kurz mein Bewusstsein verloren? Er lag doch vorhin eine tote Frau. Verflucht. Meine Kopfschmerzen werden immer schlimmer. Ich habe eine Vermutung. Guck mal, wir haben wieder eine Menge Verstand verloren. Ja, du, ich hab eine Vermutung. Wir haben ja schon gesagt, es geht irgendwie um den Vater, ne? Ja. Und überleg Meinst du, mal, weil der ja. Vater hat hier irgendjemanden umgebracht, oder? Das so weit will ich noch nicht gehen. Aber der Vater hat doch Tim empfohlen, auf jeden Fall, dass er mit ihr sprechen soll, wenn er sie nicht liebt. Ja. Wenn er seine Freundin nicht lieben sollte, mit der er die Fernbeziehung geführt hat. Ja. Was ist denn, Guck mal, der Müllsack kann auch nach oben krabbeln. wenn er mit ihr, wenn er zu ihr gefahren ist, die miteinander darüber gesprochen haben und er sie dann auch dann versehentlich getötet hat oder so. Eine übergezogen hat, Streit. Ist auch durchaus möglich. Ich würde erklären, warum dann wenigstens Kates Sachen noch da Genau. standen, denn er, ja, wenn sie sozusagen unfreiwillig weg ist, dann das klingt auf jeden Fall. Oh mein Gott. Hast du gerade gesehen? Da war auf jeden Fall eine Frau, Das oder? ist eine blonde Ja, Frau. eine Blondine, das ist eine Blonde, Ja, ja. das ist eine. Das könnte die Kate sein, oder? Das ist doch die, oder? Das war noch eine Blonde, oder? Wurde Kate jetzt schon mal in irgendeiner Sequenz gezeigt? Ich weiß es nicht. Wir spielen das Spiel über einen zu langen Zeitraum. Wir speichern auf jeden Fall erstmal ab und wir müssen dann selbst herausfinden, wie es im nächsten Part weitergehen wird. Ja, Denn dann wir. ist wieder blind.
Genau, ab dann ist es nämlich wieder blind. Wir werden trotzdem irgendwie offscreen schon mal nachgucken, damit wir nicht zu sehr rumpeilen. Hm. Wir haben jetzt irgendwie was. Wir können auch noch mal kurz nachgucken. Wir haben da unten das Panzertape. Wir haben das Panzertape, genau. Und ich habe eine Vermutung, was wir damit machen können. Wir werden offscreen nachgucken und dann werden wir im nächsten Part einfach alles erklären. Ne? Genau. Aber bis dahin sind wir gespannt und wir hoffen, ihr seid es auch. Bis zum nächsten Mal hier bei Lonely, Episode 1, der Abstieg.